Dementsprechend lässt er es jetzt auch nicht mehr schleifen, auch nicht auf Reisen. Zac Efron auf Stippvisite in Deutschland. Eigentlich sollte es bei seinem Werbetermin ja um ein Duftwässerchen gehen. Aber warum man ihm dafür einen Trimm-dich-Parcours in die Halle gebaut hat? Vermutlich, weil er letztens vor allem mit seinen Muskeln Furore machte und mit seinem mehr als definierten Oberkörper. Ich trainiere hauptsächlich der Gesundheit wegen. Ich würde natürlich für eine Rolle auch mal zunehmen. Aber eigentlich möchte ich körperlich so gut drauf sein, dass ich einfach alles machen kann und genug Ausdauer habe. Denn das Beste, um gesund und lebendig zu bleiben, ist, fit zu sein. Für den Film Baywatch legte er nochmal ordentlich Muskelmasse zu und quälte sich jeden Tag schon morgens um 5 zum Training, hielt streng Diät. In diesem Jahr wird er 30 und sein größter Wunsch, endlich mal wieder richtig schlemmen. Eines weiß ich, zu meinem Geburtstag wird mir meine Großmutter einen deutschen Schokokuchen backen. Meinen Lieblingskuchen. Auf den freue ich mich schon. Sein Karrieredurchbruch kam mit 19, mit dem Film High School Musical. Mit Co-Star Vanessa Hudgens war er jahrelang auch privat zusammen. Zurzeit ist der Mädchenschwarm angeblich Single. Festlegen oder gar heiraten für ihn gerade kein Thema. Zum Glück sagt mir keiner, du musst dich irgendwo niederlassen, ein Zuhause gründen und eine Familie. Und dann so leben für den Rest deines Lebens. Ich will frei sein und ich bin frei. Das war's dann mit dem Kurzbesuch, aber vielleicht kann man ihn mit einem deutschen Schokokuchen ja nochmal herlocken. Ich sehe schon die Ersten am Backofen loslegen.